Dezember, nasskaltes, graues Wetter, hinter mir eine Bücherwand. Genau, es ist mal wieder Zeit für den literarischen Jahresrückblick. Dieses Jahr aus Berlin-Prenzlauer Berg. Und wir wollen dieses Jahr mal ganz persönlich Revue passieren lassen und mit einem Schriftsteller und einem Verleger darüber sprechen, was sie 2016 literarisch so bewegt hat. Als erstes treffe ich hier in der Theaterbuchhandlung Einer und Bert gleich den Schriftsteller Najim Wali und frage ihn, wie es denn so war in der Jury beim Deutschen Buchpreis 2016. Und er hat außerdem seine 5 Lieblingsbücher des Jahres mitgebracht. Hallo, grüß Sie. Hallo. Grüß Sie. Wie geht's? Ja. In Bagdad gab es ja früher auch mal so eine richtige Kaffeekultur. Ja, als ich studiert habe, kam ich Anfang der 70er nach Bagdad. Habe ich in der Uni damals deutsche Literatur studiert. Und das war für uns Tradition, dass wir am Nachmittag da in dem Café sitzen. Und in der Tat, man hört von Bagdad, dass es nur Bomben und Attentate, aber trotzdem, in dieser Stadt gibt es eine Straße, eine der ältesten Straßen der Stadt, heißt die Buchhandlerstraße. Mhm. Das sind nur Buchhandlungen, nicht nur Buchhandlungen als Shops, sogar auf dem Bürgersteig. Also für mich ist es Paradies, wenn man in eine Buchhandlung geht und Kaffee trinkt und gemütlich sitzt. Mhm. Dann denkt man, die ganze Welt ist heil. Bisschen traurig. Wie ist das, in der Jury zu sitzen vom Deutschen Buchpreis? Ja, das war eine wunderbare Erfahrung für mich. Auf einer Seite ist es eine Anerkennung und natürlich war eine Herausforderung, also so viele Bücher zu lesen. Wir mussten ungefähr 180 Bücher bewerten. Mhm. Hat da jeder so seine Favoriten und kämpft dann für Ja, das ist klar. Das ist wie in einer Liebesbeziehung. Ne? Ja. Also am Anfang natürlich kommen 7 Leute aus anderen Ecken, vielleicht 2 oder 3 kennen sich, aber man ist man vorsichtig zuerst, dann kommt eine Phase, lernen wir uns können und dieses Vertrauen wächst. Waren Sie sich dann einig am Ende oder ist es eine Mehrheitsentscheidung? Dann? Nein, man muss sich einigen. Man muss sich einig sein? Ja, es war am Ende war unsere gemeinsame Entscheidung. Okay. Und 3 Themen waren stark vertreten in der Literatur. Fremdheit, Fremden, also wenn wir nicht von Flüchtigen reden, auch so, das war fast in allen Büchern. Mhm. Und 2. Thema war der Tod und Katastrophe und Apokalypse und solche Sachen. Das zeigt vielleicht die Angst, die in der Gesellschaft steht. Und 3. Tendenz war diese Biografie-Tendenz. Okay. Fremdheit, es ist ein existenzialistisches Thema. Also jeder Mensch hat Angst, was Fremdes. Mhm. Also selbst bei Menschen, die sich verlieben zuerst. Ja. Sie müssen sich kennenlernen und das dauert. Ja. Und das ist jetzt die Frage, habe ich Interesse jetzt zu Austausch und Kennenlernen oder vom Anfang an sage ich nein. Dass die Leute Angst haben von Flüchtlingen, von Fremden, das ist normal. Mhm. Der Fremde hat auch Angst von den Einheimischen. Ja. Das ist normal, aber dann muss ich die Ängste abbauen. Das, was die Politik bei uns nicht macht. Die Politik profitiert von dieser Ängste bei der Bevölkerung. Der Weg der Wünsche von dem ungarischen Autor Ákos Doma. Die Geschichte einer ungarischen Familie, die auf der Flucht war, 3 Generationen. Es ist ein aktuelles Buch, obwohl die Geschichte in den 70er stattgefunden hat. Stefan Zweig, Die Welt von gestern, das ist ein Klassiker. Erzählt Zweig hier sein Leben, seine Erfahrungen in den 2. Weltkriegen und wie er für den Frieden gegen Nationalismus und Hass gekämpft hat. Melancholie des Widerstands, ein Roman von dem Ungarn übrigens auch, der in Ungarn lebt, László Krasch Nahorkai. Und es ist eine schwarze Parabel über Osteuropa in der Zeit der Wende 59. Emgard Koyun,
Kind aller Länder. Das ist eine großartige Entdeckung für mich in diesem Jahr. Der Roman erstmals erschien 1938 im Exil. Und es ist jetzt in diesem Jahr neu verlegt. Das ist einer der wichtigsten für mich und schönsten Romane der deutschsprachigen Exilliteratur. Jean-Paul Sartre ist ein richtiger Klassiker. Vielleicht ist es nicht so bekannt, Die Mauer und andere Erzählungen, 1939 erschienen. Die zweite Erzählung, Herostrat, hat mich inspiriert für mein Buch Im Kopf des Terrors und Vom Toten mit und ohne Gott. Mattes und Seitz Berlin, ein kleiner Verlag mit einem sehr speziellen Programm. Neben deutschen und französischen Gegenwartsautoren bildet russische Literatur einen Schwerpunkt, dann Philosophie, politische Theorie, Kunst und Kulturwissenschaften. Das ist nicht gerade ein Programm, mit dem man den Massenmarkt bedient und finanziell am großen Rad dreht. Wie der Verlag es trotzdem schafft zu überleben in Zeiten von Amazon, E-Books und Co. und dann 2015 auch noch den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, das will ich jetzt Verleger Andreas Rötzer fragen. Hallo, Frau Thüringer. Das ist ja nur ein Teil des Verlags. Ja. Drüben ist das Stammhaus. Wie lange gibt es jetzt eigentlich Mattes und Seitz schon hier? Seit 13 Jahren. Ja. Ich war in München bei Mattes und Seitz seit 1999 als Buchhalter, Mädchen für alles, eingestellt. Dann 2003 habe ich den Verlag übernommen und nach Berlin gebracht und da neu gegründet. Haben da nicht Freunde gesagt, bist du irgendwie irre? So ein Verlag von München nach Berlin kaufen, investieren. Hatten Sie Bammel? Bammel hatte ich tatsächlich nicht. Man macht es einfach so, wenn man Anfang 30 ist. Und das ist auch gut so. Und was sich die anderen gedacht haben dabei, hat mich eigentlich nicht so interessiert. Es war ein Abenteuer. Das ist das sogenannte Göriner Ei hier. Ja. Das ist ganz interessant, weil das der Sitz der sowjetischen Besatzungszone nach dem Krieg war. Hier hat alles angefangen. Hier war ich im ersten Jahr alleine und dann später kam das andere Büro dazu und hier und haben die Sie Mitarbeiter. Geschlafen auch, ja? Auch das, ja. Wo stand das Bett? Das sage ich nicht. Hier sehen Sie die Produktion des alten Verlags. Also seit 1977 bis 2003 gab es den Verlag hier in München. Und die Produktion aus dieser Zeit haben wir in diesem Schrank versammelt und abgeschlossen und den Schlüssel weggeschmissen. Echt? Zumindest findet ihn keiner mehr. Aber das ist sowas wie das geistige Herzstück des Verlags. Aus dem Geist heraus versuchen wir eben das Programm auch für die Gegenwart zu entwickeln. Die Säulen des alten Verlags wie Revolte, Freiheit, Unabhängigkeit, das für uns neu lesbar zu machen. Das wollt ihr wirklich in den Keller? Ja, klar. Was muss denn ein Autor haben, um bei Ihnen zu landen? Wo sagen Sie, das interessiert mich? Er muss seinen eigenen Blick auf Gegenwart haben. Einen, der mich irgendwie interessiert, aufregt, der mir sozusagen die Welt von der anderen Seite zeigt. Also man muss den Leser herausfordern. »2016 war ja jetzt wieder ein ziemlich turbulentes Jahr für die Verlagsbranche. Was hat Sie denn am meisten bewegt?« »Wie jedes Jahr eigentlich. Jedes Jahr ist turbulent für die Verlagsbranche. Aber dieses Jahr waren die eigentlich bewegenden oder die großen Aufreger die Urheberrechtsreform und auch das sogenannte VG-Wort-Urteil. Da geht es um die Verwertungsgesellschaft Wort, die den Autoren und den Verlagen Geld ausschüttet. Und die Ausschüttung von Geld an die Verlage ist in Zukunft untersagt, was natürlich für uns als Verlag eine Kalkulationsgrundlage verändert und wir dadurch Bücher nicht mehr möglich machen können, die wir vorher eben finanziert haben aus diesen Zusatzeinnahmen, die man hatte. Also man muss im Prinzip genau sein Publikum kennen, seine Zielgruppen und sich darauf auch einstellen. Ja. Man sagt ja auch, dass ein Verlag seine Leser erziehen sollte. Und das ist ja auch die nobelste Aufgabe, also Leser auch zu einem heranholen, zu neuer Literatur und zu neuen Büchern, neuen Autoren. Wenn man ein Mattes und Seitz Buch hat, dass man dann weiß, oh, das könnte interessant sein.
Wenn das gelungen ist, dann ist es schön. Eines der Bücher 2016, die mich am meisten überrascht hat, war die Neuauflage von Raymond Roussels Neue Impression aus Afrika, eine poetische Vermessung der Welt in Bild und Text. Also Sie werden überrascht sein über so viel Mut im 20. Jahrhundert. Ein weiteres Buch, das für mich eine wirkliche Überraschung war, ist die Rückkehr nach Reims von Didier Aribon. Didier Aribon erzählt darin die Geschichte seiner Jugend und seinen Aufstieg zu einem der wichtigsten Intellektuellen Frankreichs und wie nebenbei gelingt ihm eine Analyse der französischen Gesellschaft, die eben auch sozusagen vergleichbar ist mit unserer in manchen Dingen und den Aufstieg der Rechten in Frankreich nachvollziehbar macht und eben auch ein Licht wirft auf die deutschen Verhältnisse. Thomas Melle, Die Welt im Rücken. Thomas Melle erzählt darin radikal autobiografisch die Geschichte seiner manisch-depressiven Erkrankung. Und die ist berührend und er schafft es sozusagen, den Leser mitzunehmen auf diese unglaubliche Reise einer fast zweijährigen Erkrankung, die durch alle Hochs und Tiefs geht, die man in gewissen Auswirkungen natürlich selbst auch hat. Edward Abbey, Die Einsamkeit der Wüste. Und darin beschreibt Edward Abbey sein Leben in den 50er Jahren als Ranger in der Wüste Utah. Es ist eines der schönsten Bücher, das wir je herausgebracht haben und ich kann es nur empfehlen. Ein Buch, das mich sehr begeistert hat und auch sehr bewegt hat, ist Emmanuel Carrère, Das Reich Gottes. Es ist die Geschichte einer zweifachen Krise, einer Atheismuskrise und einer Glaubenskrise. Faszinierend ist die darin eingewobene Geschichte des Frühchristentums, die sich erzählt wie ein Abenteuerroman.